Ja, hier vorne ist was. Ja, da, auf der rechten Seite war nichts. Na da. Hast du vorhin auch nach links geschaut? Ja. Hast du auch vorhin nach links geschaut? Ja. Hast du gesehen? War jetzt mit der Toilette? War jetzt mit der Toilette, Mama? War jetzt mit der Toilette? War jetzt bitte, Mama? Was? Maham! Was sind das für Feuchttücher? Die riechen gut. Babylar. Oh, die Wolken vom letzten Mal. Guck mal, die Flieger kreuzen sich. Da, guck mal, die kreuzen sich, die Flieger. Ja, ist so.
Ist es schlimm, dass wir heute Morgen um 1:30 aufgestanden sind? Ich bin nicht so. Da bin ich das oder was? Bin ich das oder was? Ja. Die Wolke bekommt da hinten Mädchenfarbe. Wo ich auf dem Klo war, war noch mehr rote Wolken gekommen. Nein. Ist das eine Krähe da unten oder eine Amsel? Mal groß da unten der Vogel, guck mal. Eine Mini-Krähe. Visage weg, Mama. Visage weg. Danke. Guten Morgen. Mama, wach. Morgen, da unten. Der. Guck mal die linke Seite an. Das ist voll schön. Das ist voll Feuerwerk, ne? Guck mal die Elster. Die hat einen Ast in der Hand. So ein Nest. Hast du gesehen? Das ist doch, die kenne ich doch. Die war doch die Nettenstraße getroffen, das Mädchen. Mhm. Ne? Mhm. Boah, Vogelkonzert oder was? Ey du, gib mir auch mal Zigaretten, kiffen. Hallo, gib mir auch mal ein paar kiffen. Guten Morgen, du Taube.
Wo ist deine Partnerin? Mein Schatz, hm? Ist ganz alleine. Jetzt rufst du bei deiner Partnerin, ne? Mama, guck mal nach rechts. Guck mal nach links. Guck mal hier hin. Hab ich dich hier. Ausgedreckst. Geht da hinten die Sonne auf? Ich mache nichts. Bleib draußen, ja. Mom, kommst du? Guck bei rechts, was ist da? Ja, nichts. Wolken oder Himmel? Thank you.
Wieso kann man die Berge, die Sonne sehen, aber nicht hier? Ich? Da, die Berge sieht man die Sonne, aber nicht ihr. Ja. Ich? Mama, siehst du die Sonne? Ja, ich kann sehen. Gerade gemerkt, hier sind Krähen wieder am Marsch. Mhm. Die fliegen ziemlich tief. Bis ich als Esther kann ich die schlechte. Warte, die da oben kann ich schlecht gut erkennen, die da hier. Na, ihr seid spät aufgestanden, Iraka, oder was? Im falschen Fuß aufgestanden, die Krähen. Da ist die Sonne, so eben, wahrscheinlich aber hinter den Wolken wieder. Du hast recht mal um. Ach, das ist doch ein Meter hinten, ne? Mhm. Jetzt habe ich hier die Krähe vor der Linse schon wieder. Geht die zum Nest? Wie schön. Die Krähe ist jetzt weiter oben. So, Jeremy, ne? Ein guter Kumpel. Guter Freund. Der uns erklärt hat. Der uns alles erklären tut, der uns alles helfen tut. Der uns erklärt hat, dass es eine von Bettin und andere Figur ist, es gar nicht in echt gibt. Danke ich mir auch sehr bei ihm dafür.
Er will jetzt auch nur gut. Ich hab den Namen aus Versehen gesagt, wollte ich nicht. Okay. Mhm. Aber ich hab gesagt, gut, dass er uns geholfen hat, Mama. Mhm. Ich hab auch nebenbei gesagt, dass er uns geholfen hat. Ja. Weißt du noch, mit der Klärung, da wird Zeichentrickfigur. Da kommt sie. Dass er dich in echt ist, das ist nur eine Zeichentrickfigur aus Betten. Dass die Kinder uns geholfen haben, verstehst du? Das wollten auch nur helfen, die Kinder. Und noch was. Die Kinder haben nicht dich ausgelacht, die haben über die Leute gelacht, die das behauptet haben. Ja. Die zu uns gesagt haben, wir würden es in echt geben von der Zeichentrickfigur von Ben 10. Wir würden es in echt geben. Die Kinder haben über die Leute aus Altenbüren gelacht. Nein. Die haben uns gar nicht ausgelacht, die meinten uns gar nicht mit dem Auslachen. Die wollten uns so begreiflich machen, dass es den gar nicht in echt gibt, dass es nur eine Zeichentrickfigur ist. Aber ich gratuliere unser Nachbar aus dem Haus mit seiner Kumpels, wo man jetzt gerade einen Namen genannt hat, dass sie uns geholfen haben, dass sie uns aufgeklärt haben, dass sie uns alles aufgeklärt hatten, dass wir jetzt auch keine Angst haben brauchen, wir brauchen auch keine Angst zu haben. Man kann wirklich über die Leute, die es uns gesagt haben, uns behauptet haben, dass es denn in echt gehen würde, mit der Armbrust, mit King Cole, mit Philippe Benten, ne? Wirklich drüber lachen. Man kann wirklich über die Leute drüber, aus alten Bühnen drüber lachen. Ne? Hat er sich jetzt angesprochen gefühlt, der jetzt da herging? Hallo? Nein. Der jetzt gerade hergegangen, hat er sich angesprochen gefühlt? Nein. Nein, ne? Weil ich wollte mich ja bei ihm bedanken für die Info. Nein. Ich wollte mich doch nur für die Info bedanken, dass es den gar nicht in echt gibt. Ja. Leute, die uns helfen, uns das aufklären, was das und das gibt, was das und das gibt. Bedanke ich mich auch sehr dafür. Die Kinder haben uns geholfen, bevor ich den Namen gesagt hatte. Und das ist auch eine Kumpel von einem aus dem Haus. Die hat uns geholfen. Und man kann wirklich über die Leute, die uns gesagt haben, behauptet haben, uns in Angst gemacht haben, gebe ich den Kindern recht. Gebe ich den Kindern vollkommen recht. Über diese Leute um die Ecke da, Altenbüren, kann man wirklich, wie er es uns behauptet, gesagt hat, dass es den Betten, das Monster Republik, Kikolkirch, wollte echt geben, würde echt geben, bitte ab, Brustschuss, Königs, Ruhe, zur Folge Betten, auch gerade mit Zickau, Sprüche zurück. Kann man wirklich drüber lachen. Drüber lachen. In dem Sinne haben die Kinder auch drüber gelacht, über die Leute, die es sonst zu uns gesagt haben und uns in Angst gemacht haben, aus Altenbüren, Ecke, Brille und Ecke. Genau. Gebe ich den Kindern recht, über die Leute kann man lachen. Ignorieren, nicht darauf achten, das nächste vergeben und fertig. Einen guten Start ins Wochenende, Esper, schönes Wochenende euch allen. Der Junge, wovon ich gerade den Namen gesagt habe, der findet auch meine Spielzeugautos sehr toll. Ich finde meine quergesteuerten Autos sehr toll. Yes. Hast du den Wanderfalk gesehen? Toll, ne? So, ich wünsche allen ein schönes Wochenende und bis dann.